Es ist genau, es ist exakt. Es sind jetzt hier die Minecraft News. Wir berichten, bevor wir uns informiert haben. Mein Name tut eigentlich nichts zur Sache. Er lautet aber Herr und Herr Meister. Here we go now. Halleluja. Minecraft. Ja, herzlich willkommen, liebe Minecraft-Freunde. Heute wieder zurück auf dem Server Megaprojekte. Ja, ich hatte ja umgefragt gehabt und hatte euch drum gebeten, mir Vorschläge zu schreiben, zu senden, wie auch immer, über neue Bauwerke. So, das habt ihr auch fleißig getan, finde ich super. Und ich habe mich entschlossen, ein Bauwerk zu bauen, als erstes. Und zwar hat mir der Dominik Kümpel geschrieben gehabt, ich soll doch einen Schreibtisch bauen. Das habe ich getan und habe ihn heute auch zu Gast hier. Grüße dich, Dominik. Hallo. So, dann würde ich sagen, lassen Sie einfach mal hingehen oder liegen. Geht am besten, glaube ich, am schnellsten. Und dann schauen wir uns das Ganze einfach mal an. So. Ja, dann schauen wir uns mal an, was wir hier fabriziert haben. Dominik folgt mir, wunderbar. Ja, gebaut haben wir, oder habe ich hier erstmal einen Schreibtischstuhl. Ich wollte mir das eigentlich einfacher machen, um einfach einen Stuhl zu nehmen aus dem großen Bus. Der war aber eindeutig viel zu klein. Nur da mir dieses Design sehr gut gefallen hat, mit diesen roten und weißen Streifen, roten und schwarzen Streifen, farbenblind auch noch, habe ich das Ganze einfach flugs kurzerhand nachgebaut und halt eben dementsprechend der Größe angepasst. Ja, weiter haben wir natürlich hier so einen kleinen Eckschreibtisch am Fenster und einen Drucker. Hier auf dem Tisch steht so eine kleine Spielerei, da kommen wir aber später mal zu. Und dann haben wir den Monitor hier mit Tastatur. Na, in Anführungsstrichen Maus, weil da habe ich viel rumgetüftelt. Ich habe selbst den Mythos nochmal gefragt gehabt, wie baut man am sinnvollsten eine Maus. Das Ergebnis liegt hier auf dem Tisch. Sieht ein bisschen aus wie ein überfahrener Hamster. Aber okay, muss man so hinnehmen. Dann haben wir hier einen Lautsprecher. Natürlich auch ein bisschen was Buntes hier. So eine ziemlich vertrocknete Blume. Ja, den Monitor habe ich so geschaltet über Kommando-Blocks. Momentan ist er aus. Kann man hier unten zwei Knöpfchen. Einmal ein, dann schaltet man im Prinzip den Monitor ein und einmal wieder aus. Das gleiche können wir natürlich auch oben mit der Deckenbeleuchtung machen. Dazu müsste ich mich mal hier hinten in die Ecke begeben. Und schalte hier einfach mal das Deckenlicht ein. So, das funktioniert auch. So, dann haben wir hier den Drucker. Natürlich auch unterm Tisch, wie üblich, alles verkabelt mit dem üblichen Kabelchaos unterm Tisch. So, dann haben wir hier unten ein Modem, das im Moment gerade mal wieder ein bisschen am Streiken ist, sehe ich gerade. Aber das fixen wir kurzerhand, weil da fehlt nämlich nur eine Minecart. Das habe ich zwar eben schon mal reingesetzt, aber irgendwie ist es wieder verschwunden. So. Okay, Modem läuft auch wieder. Ja, Dominik, ist das so, wie du dir das gedacht hattest? Ja, ist alles super. Na? Und hast du eventuell vielleicht noch irgendwelche Verbesserungsvorschläge? Weil ich bin grundsätzlich immer für Verbesserungsvorschläge offen. Nö, ist alles super. Ja, ihr hört die Soundqualität von Dominik, die ist nicht ganz so die allerbeste. Das liegt aber daran, er sitzt an einem Notebook und sein normaler PC, der ist halt eben besetzt. Und deswegen ist die Qualität etwas schlechter. Aber es geht ja nicht um die Soundqualität, es geht ja eigentlich um das, was hier so rumsteht. Ja, gesagt hatte ich, hier kommen wir auch noch zu. Und zwar haben wir hier, hier hat doch irgendeiner einen Schalter weggemacht, da gehört eigentlich ein Schalter hin. Salapa. So, hier wird ein Schalter hin, weil das muss eingeschaltet werden. Und dann gibt man hier dem Ding einen Schubs. So, so, kleine Spielerei am Rande. Wird wahrscheinlich bei dir ziemlich lecken, gehe ich mal von aus, ne?
Schalten wir das mal lieber wieder aus hier. Ja, das zum Thema Schreibtisch und ja, hier noch der Drucker. Leider wird es ohne Funktion, weil ich ja hier keine Mods drauf habe. Mit dem Urkraft-Mod würde da eventuell noch eine Funktion drin sein, weil dann könnte man hier das Papier oben rein und unten rausziehen. Das würde gehen. Vielleicht, dass ich dieses Ding nochmal umschreibe, diese ganze Map hier, beziehungsweise den Schreibtisch an sich als Schematik nochmal rauskopiere und das Ganze dann in eine 152 einbinde, weil da habe ich über FeatheBeast die Möglichkeit, den Urkraft-Mod zu nutzen. Und da lässt sich natürlich noch so einiges animieren. Zum Beispiel, wenn der Stuhl weniger als 1024 Blöcke, nee, 1048, Entschuldigung, Blöcke hat, dann kann man das sogar so machen, dass sich der Stuhl dreht. Muss ich mal gucken, muss ich mal die Blöcke mal abzählen und gucken, ob das nun wirklich weniger sind. Und dann lässt sich das ohne Probleme machen. Ja, das, wie gesagt, zum Thema Schreibtisch. Ja, hast du noch irgendwas, was du sagen möchtest? Nur eigentlich nicht. Eigentlich nicht. Also nicht viel, ne? Ja, ich Ja. habe auch genug gequatscht eigentlich. Ja, dann würde ich sagen, verabschieden wir uns hier mal eben aus dieser Map. Wir werden wahrscheinlich hier gleich noch ein bisschen rumlaufen. Dann kannst du dir den Rest auch nochmal angucken, wenn du möchtest. Aber ansonsten würde ich sagen, beenden wir jetzt hier erstmal so die Aufnahme und ich sage einfach mal Tschüss. Bis zum nächsten Mal auf dem Server Megaprojekte.